Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute nicht beim Linde Verlag im Studio, sondern wir sind zu Gast bei einer internationalen großen Steuerberatungsgesellschaft. Ich begrüße Frau Dr. Anna Schäfzig. Sie ist Steuerberaterin und Umsatzsteuerspezialistin. Und ich freue mich, dass das Interview heute so kurzfristig hier stattfinden kann, denn es gibt einen besonderen Grund. Es sind gestern 3 EuGH-Urteile ergangen zur Umsatzsteuerbefreiung für Zusammenschlüsse von Personen. Ja, und ich würde mich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie da heute uns darüber informieren. Ja, ich darf mich auch zunächst einmal sehr herzlich für die Einladung bedanken, für dieses Interview mit Ihnen zu führen. Richtig, es sind gestern 3 Urteile des EuGH ergangen. Wir haben diese schon mit Spannung erwartet. Konkret ging es eben im Rahmen dieser Urteile unter anderem um die Frage, ob die Steuerbefreiung, die in Artikel 132 Absatz 1 Litera F der Mehrwertsteuersystemrichtlinie implementiert ist und auf der unsere Bestimmung des § 6 Absatz 1 Ziffer 28 beruht, auch auf Unternehmen anwendbar ist, die Dienstleistungen im Finanzdienstleistungsbereich erbringen. Es war ja bereits nach den Schlussanträgen von Generalanwältin Kokott zu befürchten, dass der EuGH in diese Richtung entscheiden könnte, da ja die Generalanwältin Kokott in diesen Schlussanträgen die Auffassung vertreten hat, dass eben diese Steuerbefreiung nur für jene Unternehmen anwendbar ist, die eben gemeinnützige Dienstleistungen erbringen. Sie hat dies im Wesentlichen damit begründet, dass die Steuerbefreiung im Artikel 132 der Richtlinie implementiert ist, dessen Überschrift sich eben auf gemeinnützige Leistungen bezieht. Der EuGH ist nun in den gestrigen Urteilen letztlich dieser Begründung gefolgt und hat eben erkannt, dass die Bestimmung des 132 Abs 1 Litera F tatsächlich nicht auf Unternehmen anwendbar ist, die eben keine Dienstleistungen des gemeinnützigen Bereichs erbringen und somit auch nicht auf Finanzdienstleistungsunternehmen anwendbar ist. Das bedeutet jetzt für Österreich, wir haben ja diese Bestimmung in Ziffer 28 des § 6 umgesetzt, wo eben einerseits eine Steuerbefreiung für Zusammenschlüsse von begünstigten Unternehmen umgesetzt ist. Begünstigte Unternehmen sind Banken, Versicherungen und Pensionskassen, die überwiegend, also zu mehr als 50% steuerfreie Umsätze erbringen. Und andererseits ist in der Ziffer 28 auch die sogenannte Zwischenbankbefreiung umgesetzt, nach der eben sämtliche Dienstleistungen, die zwischen diesen begünstigten Unternehmen erbracht werden, ohne Umsatzsteuer verrechnet werden dürfen. Und bei Banken, Versicherungen und Pensionskassen handelt es sich ja um Unternehmen, die üblicherweise eben umsatzsteuerfreie, unecht umsatzsteuerfreie Leistungen erbringen. Das heißt, hier wird die Umsatzsteuer unmittelbar zum Kostenfaktor. Aus den Urteilen des EuGH ist jetzt zu schließen, dass die Bestimmung des § 6 Absatz 1 Ziffer 28 wohl insgesamt unionsrechtswidrig sein dürfte. Es ist ad hoc noch nicht absehbar, ob, wann und in welche Richtung sich der Gesetzgeber zu Änderungen entschließt. Man wird hier letztendlich abwarten müssen und schauen, wie sich die weiteren, wie sich die Thematik weiterentwickelt. Danke für diese sehr umfassende Darstellung. Also spannendes Thema, wird uns weiter beschäftigen. Bleiben wir bei einem ähnlichen Thema. Sie haben im Sommer in der SWK einen Artikel geschrieben, und zwar über die Anpassung der Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Sondervermögen, insbesondere mit der Reaktion auf die EuGH-Rechtsprechung. Was sind hier die Auswirkungen? Da ist zunächst dazu zu sagen, dass eben diese Anpassung, die jetzt erfolgt, dies eben zum einen, wie Sie richtig sagen, auf der EuGH-Judikatur beruht und zum anderen aber auch deshalb erforderlich war, weil ja im Jahr 2014 schon die AIFM-Richtlinie in Kraft getreten ist. Und diese wurde im österreichischen Gesetz, in dem AIFMG, dem Alternative Investment Fonds Manager Gesetz, umgesetzt. Und mit diesem Gesetz wurden bis zu diesem Zeitpunkt nicht geregelte Fonds, eben Alternative Investment Fonds, auch der Aufsicht unter die FMA, auch der Aufsicht und durch die FMA unterstellt. Im Zusammenwirken mit der Rechtsprechung des EuGH ergab sich nun deshalb ein Anpassungserfordernis, da der EuGH in seiner letzten Rechtsprechung aus dem Dezember 2015 zum Ergebnis gelangt ist, dass eben auch
jene Fonds vergleichbar sind mit den bereits bisher geregelten und in Österreich im Investmentfondsgesetz geregelten Fonds vergleichbar sind, wenn diese betreffenden Fonds eben einer staatlichen Aufsicht unterliegen. Und das trifft für AIF eben gleichermaßen zu. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier im Grunde genommen den Erfordernissen der Richtlinien, Gesetzgebung und auch der Rechtsprechung des EuGH Rechnung getragen. Verstehe. Kommen wir jetzt nach Österreich zum Verwaltungsgerichtshof. Und zwar der VWGH stellte klar, dass Abbruchsarbeiten auch umsatzsteuerlich Teil der Errichtung sind. Wie sehen Sie diese Rechtsmeinung? Da ist, vielleicht darf ich kurz ausholen, ja, man muss zunächst einmal den Hintergrund beachten, vor dem diese Rechtsprechung erging. Also mit dem ersten Stabilitätsgesetz 2012 erfolgten gesetzliche Anpassungen und umfangreiche Änderungen im Umsatzsteuergesetz. Nämlich insbesondere, dass seit dem Inkrafttreten des ersten Stabilitätsgesetzes die Vermietung von Räumlichkeiten für Geschäftszwecke nur mehr dann unter Ausübung der Option zur Steuerpflicht nach § 6 Absatz 2 erfolgen darf, wenn der Mieter eben diese Räumlichkeiten für zum Vorsteuerabzug berechtigende Zwecke verwendet. Eine Ausnahme hat der Gesetzgeber für jene Gebäude vorgesehen, die vom sogenannten Errichterprivileg profitieren. Das sind jene Gebäude, mit deren Errichtung vor dem 1. September 2012 begonnen wurde. Meines Erachtens war es jetzt nur eine Frage der Zeit, bis es zu dieser Frage eine höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, weil der Gesetzgeber definiert den Beginn der Errichtung mit der Durchführung tatsächlicher handwerklicher Baumaßnahmen. In den Umsatzsteuerrichtlinien ist festgehalten, dass Abbrucharbeiten aber nicht zum Beginn der Errichtung zählen. Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, aus der Frage, ob ein Gebäude unter das Errichterprivileg fällt oder nicht, ist jetzt, dass der Vermieter dieser Liegenschaft über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes hinsichtlich der Optionsmöglichkeit zur Steuerpflicht den Altregelungen des § 6 Absatz 2 unterliegt und dementsprechend zur Steuerpflicht von diesen Geschäftsräumlichkeiten optieren darf, unabhängig von der Verwendung durch den Mieter. Das heißt, die Frage, wann liegt tatsächlich der Beginn der Errichtung vor, ist für die betroffenen Unternehmen ganz wesentlich. Und der VWGH hatte jetzt eben zu entscheiden, in einem Fall, wo es um eine klassischer Anwendungsfall letztlich, Althausgeneralsanierung eines Altbauhauses in Wien ging. Und im Zuge dessen hat eben der errichtende Unternehmer zunächst Abbrucharbeiten durchgeführt. Die wurden durchgeführt vor dem relevanten Stichtag und mit der tatsächlichen Errichtung, also mit der Herstellung etwas Neuen, wurde eben erst nach dem 1. September 2012 begonnen. Und das im Zuge einer Betriebsprüfung eben hat das Finanzamt sich natürlich auf die Richtlinien berufen. Und der VWGH hat jetzt klargestellt, na selbstverständlich sind Abbrucharbeiten, wenn sie eben der Umsetzung, der Realisierung der Baubewilligung und der Umsetzung des Gesamtprojektes dienen, als Beginn der Errichtung zu sehen. Und meines Erachtens ist das sachlich völlig richtig, jedenfalls in jenen Projekten, wo diese Maßnahmen im Rahmen eines Gesamtkonzepts durchgeführt werden. Denn wenn man sich vorstellt, wie Altbauhäuser teilweise aussehen und welche Maßnahmen erforderlich sind, dann sind Abbrucharbeiten schlicht eine Notwendigkeit, um überhaupt mit der Errichtung wieder beginnen zu können. Sie publizieren sehr viel. Ich möchte wieder Sie zu einem Artikel fragen. Und zwar, Sie haben sich mit der Großreparatur gemäß § 12 Absatz 10 Umsatzsteuergesetz beschäftigt. Wie sehen Sie das Thema? Die Großreparatur, das ist ganz interessant. Dieser Begriff stammt noch aus dem alten ESDG 1972, wurde ins Umsatzsteuergesetz übernommen und steht seither in Geltung. Es gab aber bis zu diesem genannten VWGH-Erkenntnis eigentlich keine Rechtsprechung zur Frage, was ist eigentlich eine Großreparatur? Bisher ist man in der Literatur davon ausgegangen, dass letztlich das, was ertragsteuerlich Instandsetzungsaufwand ist, umsatzsteuerlich als Großreparatur zu qualifizieren ist. Der VWGH hat jetzt entschieden, dass das nicht zwingend der Fall sein muss. Das heißt, man muss als Steuerpflichtiger letztlich separat überprüfen, ob aus ertragsteuerlicher Sicht Instandsetzungsaufwand vorliegt
und auch aus umsatzsteuerlicher Sicht eine Großreparatur vorliegt. Das kann und wird in vielen Fällen miteinander konform gehen, muss aber nicht zwingend der Fall sein. Das heißt, für den Steuerpflichtigen ergeben sich daraus halt wieder zusätzliche Prüfschritte. Das heißt, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, die Compliance wird dadurch wohl sicher nicht einfacher werden. Kommen wir zum Vorsteuerabzug. Wie sieht es in Bezug auf die Kosten von Gerichtsgutachten aus? Die Problematik bei Kosten von Gerichtsgutachten ist, dass aus umsatzsteuerlicher Sicht nur der Leistungsempfänger, das ist derjenige, der sich die Leistung ausbedungen hat, zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Ein Gutachter ist aber in der Regel durch ein Gericht zu bestellen. Und das Gericht ist ja per se einmal kein Unternehmer und daher als solches nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Und der VWGH hat jetzt zu einem Fall entschieden, wo die Erstellung des Gutachtens Voraussetzung dafür war, dass der Beschwerdeführer gesetzlichen Nachweispflichten nachkommen konnte. Und da hat der VWGH erkannt, dass eben unter Beachtung des Neutralitätsgrundsatzes hier der Vorsteuerabzug sehr wohl zu gewähren ist. Dieser Fall ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mit anderen Streitfällen vergleichbar, wo eben zwei Streitparteien letztlich um einen Anspruch kämpfen oder sich streiten vor Gericht und im Zuge dessen ein Gutachter einfach bestellt wird, ohne dass es dafür ein gesetzliches Erfordernis gibt. Bestellt wird der Gutachter nämlich auch in solchen Fällen vom Gericht. Und jetzt ist die Frage, ob auch in diesen Fällen eben dieses Judikat des VWGH anwendbar ist und eben einer der Parteien der Vorsteuerabzug zu gewähren ist. Und wenn man sich eben die Begründung des VWGH ansieht, wo der VWGH auf den europäischen, also auf den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer verweist, dann ist eben meines Erachtens doch bestehen gute Argumente, dass auch hier in diesen Fällen der Vorsteuerabzug zu gewähren ist. Aber das ist natürlich wie so oft noch abzuwarten. Wir werden sehen. Bleiben wir beim Vorsteuerabzug. Kürzlich hat der VWGH erstmals zum Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit Beteiligungsveräußerung entschieden. Wie sehen Sie dieses Erkenntnis? Das Erkenntnis ist meines Erachtens nicht weiter überraschend. Also interessant ist, dass es die erste höchstrichterliche Rechtsprechung ist, obwohl dieses Thema seit Jahren sowohl den EuGH als auch den BFH schon einigermaßen beschäftigt hat. Und der VWGH kommt in diesem konkreten Fall eben zum Ergebnis, dass für Leistungen, die im Zusammenhang mit einer Beteiligungsveräußerung bezogen worden sind, kein Vorsteuerabzug zusteht. Das ist in diesem Fall jetzt meines Erachtens nicht so sehr überraschend, weil auch seitens des Beschwerdeführers explizit auf den Zusammenhang verwiesen worden ist. Also insoweit ergeben sich meines Erachtens hieraus keine besonders wesentlichen neuen Erkenntnisse. Letztlich wird es aber immer eine Einzelfallbeurteilung sein. Das heißt, man muss sich den Einzelfall ansehen. Ja. Frau Dr. Schäfzig, wir haben jetzt sehr wichtige Themen abgehandelt zur Umsatzsteuer. Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Sie sind noch sehr jung, Sie können eine sehr schöne Karriere vorweisen. Sie waren auf der WU-Assistentin, dann waren Sie schon in einer sehr großen Steuerberatungsgesellschaft, genau. Haben dann gewechselt zu einer großen Rechtsanwaltskanzlei und sind jetzt wieder zurück in eine internationale Steuerberatungsgesellschaft gegangen. Daher meine Frage, wie kam es dazu? Haben Sie diesen Wechsel, diesen Schritt in eine Rechtsanwaltskanzlei bewusst vorgenommen? Nein, ein gezielter Wechsel war nicht irgendwie in irgendeiner Weise bewusst geplant. Vielmehr hat sich für mich im Jahr 2014 einfach die Möglichkeit ergeben, bei einer Rechtsanwaltskanzlei als Steuerberaterin eben tätig zu sein. Und ich habe diese Möglichkeit sehr gern genutzt und hatte dadurch eben auch die Möglichkeit, einen viel rechtlicheren Einblick in Dinge zu kriegen, auch in rechtliche Themenstellungen. Habe aber letztlich doch festgestellt, dass es einfach das klassische Steuerrecht und wirklich hier die Steuerberatung, das Umsatzsteuerrecht ist, für das ich mich einfach doch am meisten begeistern kann. Sicher ein guter Entschluss. Zum Schluss darf ich Sie noch ein paar Ihre Anliegen zurückkommen. Und zwar, was ist mein Ziel für heuer ist? Mein Projekt Haussanierung abschließen. Wunderbar. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich lese privat nicht so viel, weil ein Großteil der Arbeit schon aus Lesen besteht. Aber ich vermute, es war irgendein seichter Roman zur Entspannung. Wunderbar. Das größte Vergnügen für mich ist? Auf Reisen gehen, die Welt entdecken.
Welche Persönlichkeit würden Sie gerne näher kennenlernen? Michelle und Barack Obama sind sicher sehr inspirierende Persönlichkeiten. Richtig. Und was machen Sie nach der Arbeit? Entweder mich mit Freunden treffen oder einfach nur zu Hause entspannen. Frau Dr. Schäfzig, ich bedanke mich nochmals, dass Sie schon so spontan Zeit gefunden haben. Es war ganz wichtig, weil ihm gestern diese 3 EuGH-Urteile ergangen sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, und nicht so viel Ärger mit der Haussanierung. Vielen Dank.